Der gute alte Globus ist uns ein wenig verloren gegangen, seit wir sämtliche Karten online anschauen können. Schade eigentlich, die Erdkugeln sind doch so schön. Ja, Grund genug für eine echte Luxusvariante für mehrere 10.000 Euro. Handgefertigt in London. Wir zeigen Ihnen, wie die edlen Globen entstehen. Handgefertigte Globen in verschiedenen Größen und Farben. Die gibt's in London. Genauer gesagt bei Peter Bellaby. Der 51-Jährige ist auf den Bau hochwertiger Erdkugeln spezialisiert. Auf die Idee kam der Brite, als sein Vater ihm einen Globus schenken wollte, aber keinen passenden fand. Also entschied ich mich einfach dazu, einen Globus selber zu machen. Ich dachte nicht, dass es so lange dauert und so schwierig sein wird. 2 Jahre habe ich gebraucht, um fertig zu werden. 3 Monate hatte ich mir eigentlich vorgenommen. Der selbstgebaute Globus kam so gut an, dass Peter Bellaby ein Geschäft daraus machte. Mittlerweile stellt seine Manufaktur jedes Jahr über 300 Globen her. Der derzeit größte kostet umgerechnet 70.000 Euro. Über ein Jahr hat der Bau gedauert. Er ist 1,20 Meter breit und es dauert so lang. Und es ist so kompliziert für unsere Mitarbeiter, den zu fertigen. Nur 3 Mitarbeiter überhaupt können das. 20 Mitarbeiter sind täglich mit der Herstellung der Globen beschäftigt. Erster Produktionsschritt: Die Weltkarte wird auf Papier gedruckt und ausgeschnitten. Der Entwurf des Kartenmaterials war für Peter Bellaby anfangs eine Herausforderung. Als ich angefangen habe, habe ich nach der richtigen Karte geguckt. Es gibt aber keine Institution, die sagt, das sind falsche oder richtige Karten. Also kaufte ich mir eine digitale Karte und da fehlten Städte und andere wichtige Angaben. Also überarbeitete ich die Karte von Grund auf. Bevor die einzelnen Kartenstreifen aufgeklebt werden, kolorieren Mitarbeiter mit blauer Wasserfarbe die Ozeane. Die Ozeane sind kontinuierlich. 4 Mitarbeiter arbeiten an einem Globus. Und wenn du die Karte schon auf den Globen hast und der eine Mitarbeiter den Atlantik und der andere die Arktis ausmalt, entstehen durch die getrocknete Wasserfarbe unschöne Striemen. Deswegen machen wir das so. Sobald die Farbe trocken ist, werden die Kartenstreifen auf den Korpus aus Fiberglas geklebt. Dabei ist Fingerspitzengefühl gefragt, denn liegt nur ein Streifen falsch, verschiebt sich die gesamte Karte. Wie genau die spezielle Aufklebetechnik funktioniert, bleibt Betriebsgeheimnis. Wir haben hier bis zu 10 sehr spezielle Techniken, aber keine einzige verlässt dieses Atelier. Aber das Wichtigste ist, dass man Leidenschaft sowie Durchhaltevermögen hat und viel übt. Je nach Größe dauert die Fertigung eines Globus mehrere Monate. Jeder Erdball ist ein handgefertigtes Einzelstück und wird nur auf Auftrag gebaut. Im nächsten Produktionsschritt werden die Globen bemalt. Dieser Prozess dauert am längsten und ist Präzisionsarbeit. Die Schwierigkeit hier ist, dass du eine Art Effekt erzeugen musst. Du malst nicht nur eine Linie nach, du musst einen Effekt rund um diese Linie malen. Deswegen ist es wichtig, dass man die Materialien genau vorbereitet und dann akkurat arbeitet, um die Farben nicht zu vermischen. Das ist unglaublich schwierig. Und wie man sieht, hört er gar nicht, was ich sage, weil er sich so konzentriert. Die Mitarbeiter der Globus-Manufaktur bestehen aus Koloristen, Grafikern und Fotografiestudenten. Eins haben alle jedoch gemeinsam: Ihr Job erfordert viel Geduld und einiges an Durchhaltevermögen. Es dauert über 4 Monate oder länger zu lernen, wie man seine Hände langsam, beziehungsweise wie man lernt, die Hände so zu bewegen, wie man es will. Du musst deine motorischen Fähigkeiten immer und immer wieder trainieren, um dann so genau arbeiten zu können. Nachdem ein Globus fertig bemalt wurde, wird er mit einem speziellen Lack versiegelt. Bei dieser Größe dauert die komplette Versiegelung mindestens 1 Woche.
Die Schwierigkeit hier ist, dass der Lack sehr schnell trocknet. Also lackieren wir erst bestimmte Felder und wenn wir damit fertig sind, lackieren wir die Felder dazwischen. Der Lack trocknet schneller, als man pinseln kann und das kann zu Striemen führen. Ist die Farbe getrocknet, bekommt der Globus seinen Sockel. Je nach Bestellung besteht dieser aus Holz oder Metall. Die Preise der handgefertigten Globen liegen zwischen 1.200 und 70.000 Euro. oder sogar mehr Prozent unseres Geschäfts ist international. Unsere Kunden sind vielfältig, vom Studenten bis hin zum reichen Geschäftsführer. Es sind immer Menschen, die die Globen als eine Art Kunstwerk sehen. Wir bekommen so viel Rückmeldung von Kunden. Ich glaube, das ist nicht üblich in anderen Gewerben. Wer einen der hochwertigen Luxusgloben haben will, braucht aber Geduld. Die Nachfrage ist so groß, dass die Wartezeit aktuell bei 18 Monaten liegt.